vorab meinen Dank an den Winsener Heimatverein und besonders an dich, liebe Anne, das, was ihr hier organisiert habt und da oben an Ausstellungen auf die Beine gestellt habt, ist aller Ehren wert. Und ich hoffe, es wird auch Gelegenheit geben, das an anderer Stelle auch nochmal zu zeigen. Denn in der Form, so sachlich und schön zusammengestellt, sieht man es selten. Ich sag mal, das ist eine Ausstellung, die ist propagandafrei. Und das halte ich für extrem wichtig. Gut, zu meiner Person, Friedrich Noltenius. Man hört es wahrscheinlich auch heute noch an der Mundart, dass ich nicht aus Sachsen stamme. Ich stamme aus Bremen, lebe allerdings seit 1992 im Raum Dresden, lebe und jage dort seit 2010 auch mit dem Wolf im eigenen Revier, was dazu geführt hat, dass ich auf eine Weiterpacht vor 5 Jahren verzichtet habe, weil mit dem Wolf auf der einen Seite und dem Staatsforst auf der anderen Seite ist es für einen privaten Jagdpächter kein besonders gutes Leben. Die Wölfe, wie sie sich ausgebreitet haben, dazu werde ich auch einiges sagen. Mir geht es heute Abend darum, die Wolfsverwaltung in den deutschen Bundesländern, und mir fiel dazu der Refrain eines Liedes von Franz Josef Degenhardt ein aus dem Lied der Kriegsdienstverweigerer: Hier darf jeder machen, was er will, im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, versteht sich. Der Zusammenhang zum Wolf ist ein anderer, denn hier geht es um die, mal sehen, dass das auch funktioniert, genau. Hier geht es vor allem um unsere föderalen Strukturen. Aber wir müssen klären, warum hilft es nicht, den Wolf alleine zu schützen und zu verwalten? Und wie kommen wir zu einem tatsächlichen Wolfsmanagement? Die Strukturen, die sich gebildet haben zur Wolfsverwaltung, stammen aus dem ersten Jahrzehnt der Wolfsausbreitung in Mitteleuropa wieder. Niemand hat damit gerechnet, dass diese Entwicklung eine derartige Dynamik annimmt, und dementsprechend müssen da sehr bald Lösungen gefunden werden. Grundsätzlich, ich habe nichts gegen Föderalismus. Und das Bundesnaturschutzgesetz und das Bundesjagdgesetz sind eigentlich Paradebeispiele dafür, dass man Dinge entsprechend den unterschiedlichen Regionen in Deutschland zwischen Wattenmeer und Alpen entsprechend organisieren kann und nicht alles über einen Kamm schert. Für das Bundesland Bremen ist eine Jagdzeit für Gams und Murmeltier nicht zu brauchen. Okay, Murmeltier ist in Deutschland nicht jagbar. Und auch die inzwischen ausgesetzte Jagdbarkeit des Seehundes wird in Bayern nicht unbedingt relevant sein. Braucht keiner. Ganz schlicht und ergreifend. Aber wir haben es ja jetzt mit einem neuen Mitspieler zu tun, seit der Jahrtausendwende. Es ging 2000. Nicht weit von meinem heutigen Wohnort bei Pulsnitz, nördlich von Dresden, los an der polnischen Grenze. Und mittlerweile ist der Wolf bundesweit vertreten und er hat die Vorzeichen radikal verändert. Was richtigerweise auch immer wieder gesagt wird: Die Biologie des Wolfes ist hierzulande in Vergessenheit geraten. Wir dürfen nur einen Fehler nicht machen. Wir dürfen nicht versuchen, sie neu zu erfinden. Auch wenn der Wolf nach 150 oder 200 Jahren, je nachdem welchen Termin man nimmt, wieder zurückgekehrt ist, er ist immer noch derselbe und er ist, mit Fremdworten ausgedrückt, ein hochmobiler Spitzenprädator und Habitatgeneralist. Er steht an der Spitze der Nahrungskette und er kommt mit allen Lebensräumen aus. Mit fast allem, was wir hier haben, im Wattenmeer hat er Schwierigkeiten, aber wirklich von norddeutschem Tiefland bis an den Alpenrand, er ist überall unterwegs und das weist er auch in anderen Ländern und Erdteilen nach. Und seine Präferenzen lassen sich auf eine ganz einfache Gleichung reduzieren. Rudelpartner plus Territorium plus Beute
gleich Vermehrung. Dort, wo der Wolf Raum und Nahrung hat, 30% pro Jahr. Und mit diesen 30% geht es auch nach 20 Jahren hier bei uns in Deutschland immer noch weiter. Und er erschließt sich Lebensräume, wo Leute vor 10, 15 Jahren gesagt haben, da geht der nie hin. Was das für Folgen hat, werde ich Ihnen an einigen Stellen noch aufzeigen. Und dieses Lebensmodell ist sehr erfolgreich. Nur, es ist verkannt worden in den 90er Jahren. Und auch 2000, wie über die erste Reproduktion in der Lausitz gejubelt wurde, ich habe gesagt, ach, ist noch 80 Kilometer weg von mir. Der Wolf hat in der Tat 10 Jahre gebraucht, diese 80 Kilometer von Bad Muskau bis zu meinem Revier an der Königsbrücker Heide territorial zu überwinden. Durchlaufende Wölfe habe ich vom ersten Jahr an, wo ich in diesem Revier war, am Rand eines aufgelassenen Truppenübungsplatzes, schon 96, 97 festgestellt. Immer gemeinsam mit den Platzförstern, die gefragt haben, haben wir jemanden mit Hunden oder ist wieder ein Wolf da? Naja, ist wieder ein Wolf da, aber der geht auch wieder. Wo die damals geblieben sind, hat keiner drüber geredet. Ob die wieder zurück sind oder was da passiert ist, weiß keiner. Gut, die weitere Entwicklung. 2000 erste Reproduktion in Sachsen. 2010 das erste Rudel westlich von Berlin, gleichzeitig mit dem bei mir an der Königsbrücker Heide, Altengrabo. 2012 war das erste Rudel in Munster. 2017 die erste Reproduktion in Dänemark. 2018 waren das erste Mal offiziell 100 Wolfsrudel in Deutschland nachgewiesen. Und 2019 die erste Reproduktion in den Niederlanden, da habe ich geschnurrt, und in Belgien. Und in Deutschland, bis auf die Stadtstaaten und das Saarland, gab oder gibt es in allen Bundesländern territoriale Wölfe. Derzeit in Schleswig-Holstein mal nicht nachgewiesen, aber es pfeifen die Spatzen von den Dächern. Dafür wurde vor wenigen Wochen innerhalb des Berliner Autobahnrings das erste Wolfsrudel festgestellt in einem Naturschutzgebiet, noch in Brandenburg, was der Heinz-Sielmann-Stiftung gehört. Ich hoffe, dass das da mit den Wildpferden und den Wiesenten gut gelingt. Wir werden es sehen. Gut, aber so eine Entwicklung, und dann haben wir jedes Jahr im Spätherbst die Diskussion, wenn offizielle Zahlen veröffentlicht werden, dass uns dann Zahlen als aktuell vom BfN verkauft werden, die schlicht und ergreifend 2 Jahre alt sind. Woran liegt das? Ich habe es angesprochen, der Naturschutz ist föderal organisiert in Deutschland und jedes Bundesland macht da sein eigen Ding. Dem Wolf ist das egal. Der ist anpassungsfähig, der ist hochmobil und damit schlicht und ergreifend nicht föderalismustauglich. Man hat 2016 seitens des Bundesamtes für Naturschutz erkannt, dass man da was organisieren sollte. Und dann wurde in Görlitz aufgebaut die DBBW, die Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf. Tolle Sache, Dokumentations- und Beratungsstelle. Ich will was wissen, ich rufe da an. Ist diese Stelle sammelt Daten, publiziert sie, ist aber für den interessierten oder betroffenen Bürger nicht erreichbar. Und das dokumentiert sie auch in aller Deutlichkeit. Und diese Sätze muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Im Rahmen der DBBW sind keine Projektmittel für eine weitere Beratung der Öffentlichkeit, die über die Informationen dieser Seite hinausgehen, vorgesehen. Daher können Anfragen bezüglich des Inhalts der Seite der DBBW weder telefonisch noch per E-Mail beantwortet werden. Wir bitten um Ihr Verständnis. Da setzt bei mir das Verständnis aus, sage ich ganz offen. Denn diese Stelle wird alljährlich laut Etatplan des Umweltministeriums mit 300.000 € alimentiert. Dafür, dass dort
Daten, die in zugegeben nicht kompatibler Form von den unterschiedlichen Bundesländern kommen, irgendwo zusammengefasst werden und veröffentlicht werden. Das ist mir ein bisschen zu dünn. Wie gesagt, die machen das seit 5 Jahren. Seit wann genau es 300.000 im Jahr gibt, weiß ich nicht. Zu Anfang gab es einen Festbetrag und jetzt stehen also regelmäßig, ich habe die letzten 3 Haushaltsjahre nachgeguckt, jedes Mal 300.000 Euro drin. Ja, alles unser Geld. Gut, wer verbirgt sich hinter der DGBW? Das Bundesumweltministerium gibt das Geld, trägt die politische Verantwortung. Das BfN ist für den fachlichen Teil zuständig. Bei einigen Publikationen des BfN zu dem Thema bin ich mir nicht so sicher, ob das da in besten Händen ist. Dann kommt das Senckendeich-Institut, in erster Linie mit dem Senckendeich-Museum in Görlitz und mit der Senckendeich-Genetik in Gelnhausen, über die immer sehr viel geschimpft wird. Aber ich muss sagen, da wird eine ganz gute Arbeit gemacht. Die haben nur das Problem, dass sie nicht unbedingt immer gute Sachen kriegen zum Verarbeiten. Das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin, dort landen alle Wolfstodfunde, werden dort pathologisch untersucht, auf Krankheiten, auf Todesursachen. Die Untersuchung erfolgt in erster Linie mit einem MRT-Gerät, um das dieses Institut von jedem durchschnittlichen Krankenhaus in Deutschland fürchterlich beneidet wird. Das ist ein gewaltiges Gerät, ich habe es mir mal angeschaut. Und last not least, die Firma Lupus, Institut für Wolfsmonitoring und Forschung in Deutschland, repräsentiert durch die Damen Reinhardt und Kluth, denen man sehr früh die Deutungshoheit für den Wolf in Deutschland übertragen hat. Das ist auch in der Fachwelt teilweise nicht gut angenommen worden. Ich erkenne das Fachwissen dieser Damen ohne weiteres an. Nur sollte man etwas offener sein. Jetzt könnte man sicher sagen, eine Stelle, die im Auftrag des Bundes unterwegs ist, hat den Bundesländern in das Thema Wolf nicht reinzureden. Schließlich regiert ja im Naturschutz der Föderalismus. Aber ich habe es vorhin schon angesprochen, spätestens da, wo die Daten zusammenfließen, muss die Individualität, diese Artenvielfalt in den Ländern mal zu Ende sein. Denn wie sollen die Daten sonst zusammengeführt werden, dass wir ein vernünftiges Gesamtbild bekommen, was auch einem bestimmten Zeitpunkt oder Zeitraum entspricht. Derzeit ist es so, dass wir konsistente Daten erst haben für das vorletzte abgeschlossene Monitoringjahr. Beim Wolf ist das jetzt, sage ich mal in Anführungsstrichen, nicht so schlimm, das ist ja eine Art mit einem gewissen Zuwachs. Was würde man denn machen bei einer Art, die wirklich gefährdet ist? Wenn man Pech hat, merkt man erst 5 Jahre später, dass sie ausgestorben ist. Wäre nicht unbedingt gut. Und jetzt ist es halt so, wir wirtschaften heute mit Zahlen für das Monitoringjahr 2019-20. Ich habe mir beispielhaft mal rausgeholt, die Zahlen, das war am 5. Oktober. Für 2019-20 waren bestätigt 128 Rudel, 38 Paare von Einzeltieren. Zusammen 175 besetzte Territorien. Davon waren für das folgende Monitoringjahr, was dieses Jahr im April endete, 113 Rudel, ein Paar und 9 Einzeltiere, sprich 123 Territorien, erst bestätigt. Wenn jemand unbedarft reinguckt in so eine Seite, dann nimmt er das letzte Jahr und sagt, das sind die aktuellsten Zahlen. Das hat mit dem Bestand nichts zu tun. Es hat nur etwas damit zu tun, ob man aus den einzelnen Bundesländern die Daten weitergegeben hat an die DBBW, damit sie dort in den entsprechenden Dateien für den öffentlichen Auftritt aktualisiert werden.
Wenn wir den Iststand von 2019-20 nehmen und uns vor Augen führen, der Wolf oder der Wolfsbestand in Deutschland hat einen Zuwachs von im Schnitt 30% pro Jahr, dann ergibt sich die Rechenaufgabe 175 mal 1,3 mal 1,3. Das heißt, wir müssen für den Herbst 2021 in Deutschland von ca. 295 besetzten Territorien Rudel, Einzeltiere, Paare ausgehen. Wir wissen bloß noch nicht, wo die sind. Es kann durchaus sein, dass für die Masse dieser Territorien die Daten in den einzelnen Bundesländern vorliegen, aber sie sind noch nicht angekommen. Das ist schade, da geht sehr viel, wahrscheinlich auch sehr gute Arbeit in den einzelnen Bundesländern verloren. Wenn wir jetzt mal vergleichen, wie gehen die einzelnen Bundesländer damit um, dann sollte man unterteilen in die Länder, wo relativ früh der Wolf war und wo er heute mit einer bereits vergleichsweise hohen Dichte ist, beginnend in Sachsen, wo es angefangen hat, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und weiterhin mit der stärksten Zuwachsrate Niedersachsen. Die sollten wir unterscheiden von den übrigen, ich nenne sie jetzt mal neueren Wolfsländern. Das Saarland und die drei Stadtstaaten können wir außen vor lassen. In Bayern und Schleswig-Holstein, das werde ich Ihnen nachher an Beispielen zeigen, gehen die Uhren noch mal ein bisschen anders. Wenn wir die erste Gruppe nehmen, kann ich nur eins sagen, da ragt, was Qualität und Aktualität der angebotenen Informationen angeht, Niedersachsen mit dem Auftritt der Landesjägerschaft im Internet ganz weit nach oben raus. Da wird eine hervorragende Arbeit gemacht, die wirklich auch sehr zeitnah, manchmal erstaunlich zeitnah ist mit dem, was da angeboten wird. Und die Arbeit ist so gut, dass man selten erlebt, oh, das haben sie dann wohl doch wieder zurücknehmen müssen. Ja, also wirklich alle Achtung. Wenn ich bei uns in Sachsen mir das angucke, habe ich einen deutlichen Abstand, insbesondere was die Aktualität angeht. Die Qualität der angebotenen Daten, absolut in Ordnung. Aber wenn man dann auf die Seiten guckt und sieht, Aktuelles und Neues, und da ist der letzte Eintrag über ein halbes Jahr alt, dann ist das nicht so doll. Und irgendwann guckt sich das dann auch keiner mehr an. Außer mir, weil irgendwo packt mich dann die Neugier. Die drei weiteren Länder dieser Gruppe, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und vor allem Brandenburg, erwecken bei mir den Eindruck, als wollte man die interessierte Öffentlichkeit über das Staatsgeheimnis Wolf nicht unbedingt informieren. Seltene Monitoringberichte mit gewaltigen Verzögerungen, ab und zu mal eine, in Anführungsstrichen, neue Übersichtskarte. Das sind am besten noch die Übersichtskarten von Mecklenburg-Vorpommern. Die kommen zwar selten, aber die sind stimmig. In Brandenburg kann man, muss ich leider sagen, komplett vergessen. Brandenburg kann man auch vergessen, was Informationen zur Genetik angeht. Was ich eigentlich erstaunlich finde, denn die Dame, die das dort verantwortet, ist vorher bei Senckenberg in Gelnhausen gewesen und auch eine Zeit lang hier in Hannover im Wolfsbüro. Ich weiß eigentlich, wie es geht. Aber anscheinend will man nicht. Ob die Mitarbeiter nicht wollen oder nicht dürfen, entzieht sich meiner Kenntnis. Was machen die kleinen neuen Wolfsländer? Die haben eins gemeinsam. Jeder erfindet, ungeachtet der Vorarbeit in den anderen Bundesländern, den Wolf für sich neu. Wenn Sie sich die Auftritte angucken, wie das dargestellt ist, Wolfsnachweise in den und den Bundesländern, jeder macht es anders. Einer zeigt alles, einer zeigt nur die C1-Nachweise, also ein buntes Potpourri, kommen nachher noch ein paar Beispiele. Ja?
Und was dort auch auffällt, in der Euphorie des ersten Wolfes, der dort nachgewiesen ist, wird erstmal alles aufgeschrieben und auch ins Internet gestellt. Aber bitteschön, wenn ich territorial nachgewiesene Wölfe habe und zeige dann aus diesem Territorium aus 14 Tagen 4 oder 5 Daten, das war hier Rüdesheim, Fotonachweis, da steht noch nicht mal, war das ein Wolf, waren das zwei Wölfe, war das das ganze Rudel, steht nur Fotonachweis, Wolf, mit 2 Tagen Abstand. Das ist genauso interessant wie der 5. Kotfund im gleichen Territorium, der immer dann von Senckenberg festgestellt wird, stammt vom selben Individuum. Das hat weder fürs Monitoring noch für den interessierten Bürger irgendeinen Informationswert. Und das sind auch Dinge, die werden sich logischerweise irgendwann totlaufen, weil das schaffen die Leute gar nicht mehr, das richtig darzustellen. Gut, das ist jetzt mal ein Beispiel Baden-Württemberg, Screenshot aus der aktuellen Liste. Und wenn man das hier sieht, 12.9. Bayersbronn, genetischer Nachweis. Tja, was war das wohl? Das war ein Nutztierriss. Das waren Schafe. Es interessiert nicht, was das für ein genetischer Nachweis ist. Es interessiert bei einem Nutztierriss nicht, was für eine Tierart und wie viele das waren. Am 26.08. in Nordrach dasselbe, das waren 4 Ziegen. Das kriegt der Bürger nicht mit. Und es kommt noch was hinzu. In Baden-Württemberg werden gelistet nur C1-Nachweise. Das heißt, absolut bestätigte Dinge, genetischer Nachweis oder eindeutiges Foto. Und dann ist Ende. Das heißt, alles, was C2 oder darunter ist, wo man gerade in einem Bundesland, wo Wölfe häufig durchziehen, daraus Schlüsse ziehen könnte, wird nicht veröffentlicht. Gehen wir weiter nach Bayern. Ich hatte ja angesprochen, dass es da etwas merkwürdig zugeht. Geschrieben, es geht auch chaotisch. Man teilt in Bayern die Nachweise aus den Gebieten ohne standorttreue Wölfe und aus den Gebieten, wo es standorttreue Wölfe gibt. Und damit hier nur der Landkreis, Foto, keine weitere Angabe. Gut, beim Foto können Sie schlecht Genetik machen. Der erste hier oben, damit kann man was anfangen, das ist gut. Aber hiermit kann keiner was anfangen. Man muss sich nur mal vor Augen führen, wie groß sind die Landkreise. Das hat keinen Mehrwert. Und dann kommen die Nachweise standorttreuer Wölfe in Bayern, sortiert nach den Territorien. Ich sage ganz ehrlich, ich versuche sowas nachzuvollziehen, um meine Karte, die ich im Netz stehen habe, einigermaßen up-to-date zu halten. Aber bei Bayern, es ist manchmal ermüdend. Ja? Denn es ist nicht unbedingt so, dass immer die Neuigkeiten nur oben dran stehen, da kann sich auch hinterher noch was ergeben haben. Ich bin alt genug, mir steht das Recht zu, dass ich da auch mal was übersehe. Gut, last but not least, Hessen. Man unterscheidet dort zwischen Verdachtsfällen und Nachweisen. Grundsätzlich eine gute Sache. Aber, das Beispiel hatte ich schon genannt, jetzt schauen Sie sich das an, das sind Nachweise. Alles östlich Winkel, Rheingau. Vom 12.09. bis zum 3.10. Das ist das Rudelterritorium Rüdesheim. Jetzt frage ich mich, wer soll aus sowas Nutzen ziehen? Dann gibt es die Verdachtsfälle. Die sind größtenteils noch in Bearbeitung hier. Einer ist abgeschlossen, abgeschlossener Hund. Darauf komme ich gleich nochmal, wenn es um das nächste Thema geht. Die Regelungen zum Herdenschutz.
Und da sind wir wieder beim Thema Artenvielfalt. Es würde absolut den Rahmen sprengen, wenn ich hier Ihnen versuche zu beschreiben, welche Regelungen es zu was in jedem einzelnen Bundesland gibt. Wer das nachlesen möchte, kann sich diesen Bericht von der Seite der DBBW ziehen und allein der Abschnitt Förderung von Präventionsmaßnahmen, 15 Seiten. Ausgleichszahlungen für Nutztierschäden, 10 Seiten. Da jetzt vergleichend oder statistisch das zu behandeln, habe ich mir nicht angetan und ich möchte es Ihnen auch nicht antun. Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein. Es geht in allen Bundesländern um die gleichen Themen. Den gleichen Wolf, die gleichen Weidetiere, die gleichen Rechte der Geschädigten und last but not least den gleichen Herdenschutz. Wobei der ist ja nun mal nicht überall gleich. Die Zaunhöhen variieren zwischen 90 cm und 1,40 m. Und das wissen zumindest die unter Ihnen, die Weidetiere halten oder hier als Wolfsberater unterwegs sind. Auch 1,40 sind für ein Wolfsrudel, was Hunger hat, kein Hindernis. Ganz schlicht und ergreifend. Ja? Darüber müssen wir uns im Klaren sein, auch wenn der Wolf üblicherweise lieber versucht, irgendwo unten durchzukriechen und sich teilweise Löcher zu graben. Ich habe an einem Rotwildgehege ein Loch gefunden, wo mich der Halter gerufen hat. Da hätte ich diesen Tisch durchschieben können. Da sind die Herrschaften rein, haben ein Stück Rotwild gerissen, haben es rausgezogen und haben es draußen da vor der Hecke dann verfrühstückt. Ja. Der hat nicht mal die zuständigen Leute angerufen für den Nutztierriss, weil er gesagt hat, nee, untergraben, ich kriege ja eh nichts, ich kenne das schon. Ja. Gut, jetzt muss ich mal eben meinen Faden wieder suchen. Ja, die Verhältnisse, was Art und Umfang der Tierhaltung, Wolfsdichte und Topografie angeht, sind von Land zu Land unterschiedlich. Aber es ist nicht ansatzweise erkennbar, dass irgendwo mal Bundesländer versucht haben, zusammenzuarbeiten und gemeinsame Standards zu entwickeln. Denn irgendwo, bin ich der Auffassung, sollten wir da dringend hinkommen. Spätestens, wenn es darum geht, nach welchen Kriterien ein Wolfsriss nachzuweisen ist, dann haben wir wieder Artenvielfalt bei den zuständigen Landesbehörden, die nach meiner Auffassung eines Rechtsstaates unwürdig sind. Es gibt einige Bundesländer, unter anderem ja auch Niedersachsen und Sachsen, wo die Sachkunde eines Wolfsberaters oder Rissgutachters ausreicht, anhand des Rissbildes, was er vorfindet, zu sagen, hier ist sicher der Wolf gewesen oder er ist zumindest nicht auszuschließen gewesen. Und damit ist, wenn die anderen Kriterien auch stimmen, die Chance da, dass der Geschädigte wenigstens in Form einer Billigkeitsleistung eine Entschädigung bekommt. Kritisch wird es da, wo man sagt, nein, der Wolf muss genetisch nachgewiesen sein. Da müssen wir uns jetzt fragen, die Leute, die da rausfahren in diesen Bundesländern, die müssten normalerweise, wenn das der einzige Beweis ist, eine forensische Ausbildung haben. Das ist nicht leistbar. Und dann ist es eben so, wenn die Probe, die da gezogen wird, kein vernünftiges Ergebnis ergibt, dann gibt es auch kein Geld. Und mal wieder einige Beispiele. Allen voran Hessen, 2020 bis Oktober 2021, 74 Nutztierrisse, davon 14 Mal Wolf festgestellt, genetisch, 21 Mal Fuchs oder Hund. Es war in 21 Fällen keine Artbestimmung möglich.
die Differenz von 18 hier zum Endbetrag sind Fälle, die entweder nicht offiziell gemeldet wurden, völlig unklar waren in der Darstellung, oder wo von vornherein vom Rissgutachter, so heißen die in Hessen, die Beprobung abgelehnt wurde. Sind Leute auf den Hof gekommen, waren Kalb gerissen, der hat sich das angeschaut, gesagt, nee, das beprobe ich gar nicht, war kein Wolf. Und geht wieder. Keine Dokumentation, nichts. Da hat es dann allerdings auch bis in die Regionalpresse Ärger gegeben. Mit gutem Grund. Und das wissen wir auch inzwischen, Hund und Fuchs sind in über 80% der Fälle entweder Fehlspuren, weil der Hund des Tierhalters oder gar der Hund des Rissgutachters für die Spur gesorgt hat. Und der Fuchs als Nachnutzer ist bei jedem Riss, egal ob Wildtierriss oder Nutztierriss, immer der Erste vor Ort. Er ist manches Mal noch vom Goldrand. Das heißt, er ist der Nachnutzer überhaupt. Gut, und wenn wir uns für Hessen dann mal angucken, das ist jetzt aus meiner Datenbank, eine Auflistung der Fälle, wo es dann hieß, keine Artbestimmung möglich. Ja? Das heißt, da sind Leute hingefahren, haben Proben gezogen und von den 74 Fällen, 21, das ist über ein Viertel, da hat die Beprobung ergeben, nichts auf dem Stäbchen. Das ist für mich nicht erklärlich. Entschuldigung. So, mit Tropfen an der Nase geht das nicht so gut. Gut, also wie gesagt, das gibt nicht nur Rätsel auf, da hat Hessen eine echte Aufgabe, dran zu arbeiten. Denn worum geht es, wenn Leute da rausfahren? Es geht erstens um die Interessen der Tierhalter und ihre Rechte. Und es geht unterm Strich, und das ist ja eigentlich die Aufgabe dieser Büros, um die Akzeptanz des Wolfes. Aber wenn Betroffene regelmäßig merken, dass sie über den Tisch gezogen werden, dann sieht das mit der Akzeptanz dieser Dienststelle und letztlich mit der Akzeptanz des Wolfes nicht so doll aus. Thüringen hat auch eine interessante Entwicklung. Es dürfte den meisten bekannt sein, in Thüringen hat es nach 2002, 2003 in der Lausitz das erste Mal wieder Hybriden in Deutschland gegeben, wo nachgewiesene Hybridenwürfe waren. Die einsame Ohrdruffer Wölfin hat sich 2017 mit einem streunenden Labrador verpaart. Daraus kamen 6 Welpen. Die mussten auch irgendwo von leben. Da hat es 12 Risse gegeben, 10 wurden dem Wolf zugeordnet. 2018 streitet man sich bis heute drüber, ob es da auch einen Wurf gegeben hat. 40 Risse, 28 mal Wolf. 2019 war ein absolutes Desaster. 124 Risse in diesem Gebiet um den alten Truppenübungsplatz Ortruf herum. Dazu gehört die Thüringeti, wo Pferde sehr frei aufwachsen können, alles Mögliche dort mehr oder weniger ungeschützt unterwegs ist. Und der Besitzer wird mit den Worten zitiert, solange das Umweltministerium mir das bezahlt, kann ich mit den Rissen leben. Das ist eine traurige Geschichte. Aber wie geht es weiter? 2020 gab es die ersten richtigen Wolfswelpen dort, da war nämlich dann eine Rüde dort eingezogen. Und 2021 haben wir bis jetzt 23 Rissereignisse. Davon ist kein einziges Mal der Wolf nachgewiesen. Die angestammten Rissgutachter, die es dort mal gegeben hat, gibt es da nicht mehr. Die Tätigkeit der jetzigen dort ist etwas umstritten. Da sind Leute dabei, die sind aus anderen Bundesländern, die kommen dort auf keinen Hof mehr. Gut, das ist vielleicht etwas tendenziös und böse von mir, aber ich bin nicht bereit, da irgendwas zu beschönigen. Gut, dann haben wir noch Schleswig-Holstein, das Bundesland, was eigentlich nichts dafür kann, sage ich mal. Denn
Führen wir uns mal vor Augen, die Topografie von Schleswig-Holstein lässt sich relativ sauber trennen, längs der A7 von Hamburg nach Flensburg. Östlich der A7 haben wir, insbesondere im Ostholstein, wirklich Gebiete, da kann man sagen, da ist ein einigermaßen konfliktarmes Auskommen mit dem Wolf möglich. Westlich davon sieht es etwas anders aus. Das sind ausgeprägte Weidetiergebiete. Und in Dithmarschen können Sie mancherorts mittwochs sehen, wer Samstag zu Besuch kommt. Da gibt es kaum Schalenwild, das heißt keine natürliche Nahrung für den Wolf. Oder so gut wie keine. Denn Hase auf dem Marschboden ist für den Wolf auch nicht einfach zu kriegen. Ne? Ein wesentlicher Teil der 2018er und 2019er Risse, oder ein Teil ging auf das Konto des sogenannten Pinneberger Wolfes, der stammte aus dem ersten dänischen Rudel, der hatte sich dort niedergelassen, bis er dann gemerkt hat, da kommt nie eine Fee hin zu mir, also gehe ich auf Brautschau. Der Erfolg war, er ist hier, ich glaube, im Kreis Gifhorn totgefahren worden, wenig später. Hatte eine Spur gezogen durch Mecklenburg-Vorpommern, da sind mehrere Risse von ihm nachgewiesen worden und irgendwann lag er dann hier in Ostniedersachsen auf der Straße. Das ist jetzt einigermaßen zurückgegangen, aber diese Spitze 2018-19 hat sich vor allen Dingen zugetragen in Mittel- und Nord-Dithmarschen und auf der Halbinsel Eiderstedt. Da haben sich die Wölfe beim Durchwandern und teilweise auch längeren Verbleib dort schlicht und ergreifend durchs Weidevieh gefressen. In Revieren, wo einmal im Jahr vielleicht ein Reh zur Strecke kommt, wenn überhaupt, wovon soll der Wolf da leben? Das ist ein Punkt, da muss man sich fragen, wie weit darf unsere Toleranz gehen, wo soll der Wolf auf Dauer bleiben? Gut. Die Situation hier in Niedersachsen dürfte den meisten von Ihnen geläufig sein. 2021 waren es bis Anfang Mitte Oktober 213 Risse mit 618 betroffenen Tieren. Im Jahr davor waren es zwar mehr Risse, 267, aber fast genauso viele betroffene Tiere mit 610. Was wohl nicht nur mir Sorgen macht hier in Niedersachsen, ist die weitere Ausbreitung in ausgeprägte Weidetiergebiete. Es wird sehr spannend zu beobachten sein, was da in den nächsten ein, zwei Jahren passiert. Ich möchte jetzt nicht nochmal einen Vergleich machen, wie die Risssituation in allen anderen Ländern ist. Das würde uns Zeit nehmen, die wir nachher auch für Fragen, Antworten und Diskussionen lassen sollten. Aber ich bin der dringenden Auffassung, dass es nach 20 Jahren Wolf in Deutschland an der Zeit ist, im Umgang mit diesem, wie gesagt, Spitzenprädator, der steht ganz oben in der Nahrungskette, den man unberechtigt zur Ikone des Artenschutzes erklärt hat, dass man den Umgang mit ihm irgendwann im Konsens auf eine einheitliche wissenschaftliche Grundlage stellt. Man kann ja in Gottes Namen die Vielzahl der Einzellösungen, die wir in den Bundesländern haben, sich angucken, was hat sich davon bewährt, wie können wir daraus ein Ganzes machen. Nur es muss irgendwo dahin führen, dass wir einerseits der Forderung des Artenschutzes Genüge tun, der Wolf soll in Gottes Namen hier in Deutschland auch den günstigen Erhaltungszustand erreichen können und er soll auch bleiben. Aber wir sind darauf angewiesen, gerade in einer Landschaft wie der Lüneburger Heide, dass hier eine intakte Weidewirtschaft bleibt. Ob das nun der optische Eindruck und der Erhalt des Landschaftsbildes Lüneburger Heide ist, Naturparks, wunderbar. Wenn ich da keine Weidehaltung, keine Weidetiere draufschicke, dann gibt es hier bald keine Heide mehr.
Die Königsbrücker Heide bei mir in der Nachbarschaft ist binnen 10 Jahren, nachdem die Russen weg waren und es unter Vollschutz ging, fing sie an zu verbuschen. Da war plötzlich flächenweise die Heide weg. Ja? Ginster, alles Mögliche ist da hochgewachsen und hat dann für teures Geld da Leute reingeschickt, die das wieder in Ordnung gebracht haben. Und für mich gehört es irgendwie zum Landschaftsbild, ich komme ja nun nicht mehr so oft hier nach Norddeutschland, wenn ich im Sommer früher die A2 und dann die A7, A27 hochgefahren bin nach Bremen, um meine Mutter zu besuchen. Man fährt durch die offene Landschaft und sieht Fleckvieh und alles Mögliche draußen stehen. Das wird alles etwas schwierig. Und man erzähle mir nicht, dass man das alles mit Zäunen regeln kann, denn wir können die Landschaft nicht vollflächig verdrahten. Und jeder Zaun ist nur so gut wie die Gefahr, die er für den Wolf darstellt. Wenn der Wolf merkt, dass er gefahrlos drunter durchgraben kann oder oben drüber springen kann, dann wird dieser Wolf über kurz oder lang kein Hindernis, dieser Zaun für den Wolf kein Hindernis mehr sein. Das funktioniert nicht. Und was die Ikone des Artenschutzes angeht, es ist eine uralte Binsenweisheit, dass der Schutz des Wolfes als einzelne Art kein Artenschutz ist, schlicht und ergreifend. Wenn man böswillig ist, kann man sagen, wir haben derzeit eine dysfunktionale Wolfsverwaltung. Da haben viele Leute in vielen Bundesländern sicher mit gutem Willen angefangen. Aber was ist daraus geworden? Nicht das, was wir brauchen. Denn der Wolf kennt die Grenzen nicht, in denen er sich hier bewegt. Was wir aber brauchen, wenn wir ein funktionierendes Wolfsmanagement aufbauen wollen, wir brauchen einen ehrlichen, wissenschaftlich fundierten Umgang mit dem Wolfsbestand in Mitteleuropa, um den günstigen Erhaltungszustand der Art hier bei uns im Land nachzuweisen und dauerhaft sicherzustellen. Ich habe Zweifel daran, dass die Interessenlage der zurzeit damit beauftragten Dienststellen und Unternehmen das wirklich wollen. Ich habe eher den Eindruck, sie verhindern es konsequent. Was wir brauchen, ist ein bundesweit einheitlicher, rechtssicherer Umgang mit Nachweis und Entschädigung von Weidetierrissen. Billigkeitsleistungen, die auf Befunden fachlich nicht zertifizierter Personen basieren, können nicht mehr als Almosen ohne Rechtsgrundlage sein. Rissbegutachtung gehört in die Hände geschulter Personen, die einen fachlichen Hintergrund mitbringen. Das halte ich für extrem wichtig. Das, was man bei einer Rissbeurteilung alles sehen, prüfen und beachten muss. Und was, vor allem, was man alles übersehen kann, das wissen die von Ihnen, die in der ständigen Praxis sind, noch besser als ich. Beratung zum Herdenschutz kann nur durch Fachleute aus der Tierhaltung erfolgen. Verkaufsveranstaltungen von Zaunherstellern zusammen mit NGOs, wie in den letzten Monaten ein paar Mal geschehen, sind da aus meiner Sicht kein Weg. Ich setze darauf, dass die neu geschaffene Bundesstelle für den Herdenschutz diese Chance wahrnimmt, dass man dort fachlich neutral und ohne politische Vorgaben wirklich das Notwendige zusammenbringt. Dann kann das eine ganz tolle Sache werden. Was wir brauchen, um wirklich den Blick zu behalten, was passiert mit unserem Wolfsbestand, ich vermeide den Begriff Population für die Wölfe in Deutschland, extrem wichtig ist, wir brauchen eine einheitliche Datenbasis, die möglichst aktuell im Zusammenspiel mit der DBBW oder vielleicht auch dann einer anderen Stelle diese Daten kompatibel zusammenführt. Es kann nicht sein, dass da etwas Ähnliches entsteht, wie wir es in der Anfangszeit von Covid hatten, dass die Daten zu Erkrankungen und
Todesfällen per Fax von den Gesundheitsämtern ans RKI gemeldet wurden. Und dort dann, nachdem man das vorher Hand zu Fuß auf dem Zettel geschrieben hat, dann, dass dort auch wieder abgepinnt werden muss. Das sind Dinge, die dürfen in 2021 einfach nicht mehr passieren. Und das Zeitregime, was mal vorgegeben wurde zum Wolfsmonitoring in Deutschland, in der ersten BFN-Schrift zu diesem Thema, war zeitlich so gefasst, dass es einfach nicht funktionieren kann. Sowas muss zeitnah geschehen und man sieht es ja auch, wenn man auf die Seite der DBBW geht, dass einzelne Bundesländer, allen voran Niedersachsen und auch einige der neuen Wolfsländer, wirklich interessiert sind. Wir wollen, dass das, was bei uns passiert, da auch für die Öffentlichkeit ablesbar ist. Aber es kann nicht sein, dass aus einzelnen Bundesländern, wie zum Beispiel Brandenburg, wie auch Mecklenburg-Vorpommern, die Daten der DBBW teilweise 2 Jahre alt sind. Das muss nicht sein. Und aus diesem Zustand, hier darf jeder machen, was er will, sollten wir beide möglichst herauskommen. Der älteste für ein deutsches Bundesland geschriebene Wolfsmanagementplan, dem war dieses Zitat von Douglas Pimlott vorangestellt. Wolfsmanagement ist die Summe aller Maßnahmen, die unternommen werden könnten, um Wölfe zu dezimieren oder zu schützen. Die jeweiligen Maßnahmen hängen vom Zustand der Wolfspopulation und ihrem Einfluss auf Wild- und Haustiere ab. Douglas Pimlott vor 60 Jahren. Ich kann diesen Sätzen auch heute nichts hinzufügen. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.